Willkommen zurück zu Pokémon Schwarz 2. Wir sind gerade hier in der Einhöhle. Mir fällt der Name mal wieder nicht ein. Irgendwas mit J. Das weiß ich noch. Und wir sind gerade hier noch mit Belle unterwegs. Wir haben eigentlich schon so unser Ziel gesehen. Sind aber nochmal zurückgerannt hierhin, weil es hier auch nochmal was zu erkunden gibt. Außerdem waren wir auch kurz draußen. Da gab es nochmal ein paar Items. Am Ende des letzten Parts habe ich so gedacht, beim nächsten Mal werde ich wahrscheinlich nicht mehr wissen, wo es lang geht, wie auch immer, aber ich habe das so ein bisschen noch im Kopf. Ich habe mir das extra so ein bisschen eingeprägt, auf Speicher mal im Kopf geklickt, wie auch immer. Und die Frage ist, haben wir gegen diesen Trainer schon gekämpft? Und die nächste Frage ist, wer ist gerade vorne? Nico. Na gut, den wollen wir mal wegnehmen von der 1, weil er hat meiner Meinung nach schon genügend Level wieder gesammelt. So, er ist kein Trainer mehr? Janusberg ist das, okay. Gut zu wissen. Machen wir das hier. Das ist einfach nur ein Stein. Hä? Ist das gerade so verschwommen geworden? Oder kommt mir jetzt gerade nur so vor? Ich weiß es nicht. Itemradar will ich trotzdem mal wieder aktivieren, weil es hier auch wieder ein Item gibt. Ein Elixier nehme ich. Das nehme ich doch gerne mit. Dann geht es hier noch weiter runter und hier geht es noch in einen anderen Bereich der Höhle. Ein Wasserjuwel? Solche Juwelen haben wir jetzt schon ein paar mehr gefangen. Gefunden. Hier ist ein Item plus ein Trainer. Der kämpfen will, aber wo es ein paar Sekunden gedauert hat, bis wir den antreffen. So, ein einzelner Trainer. Warum ich hier immer noch mit Bell unterwegs bin? Ist auch aus dem Grund, einerseits weil wir erst zum Schluss dahin gehen wollen, wo wir hin müssen, und zum anderen kriegen wir eine kostenlose Heilung nach jedem Pokémon-Kampf, und gerade deswegen finde ich das voll geil. So, Flucht ist nicht mehr möglich, das heißt, das muss Finn jetzt hier auch schaffen. Allerdings, wenn er keine andere Attacke hat außer Normalattacken, na gut, dann hat er Pech gehabt sozusagen, und es scheint so, als hat er wirklich nur normale Attacken, sonst geil. Ja, es ist natürlich dann Premium für Finn, genau der richtige Gegner, und gibt halt auch eine Menge EP, so ist es nicht. So, ein Groink. Ja, da kämpfen wir mal weiter, da könnten wir theoretisch eine Geistattacke einsetzen, aber ich brauche immer noch eine bessere Attacke als Nachtnebel. Daher werde ich erstmal kurz die Attacke abwehren müssen. Was nicht möglich ist, weil es ein Volltreffer mal wieder ist. Ach man, ich hasse es. Ich hasse es so sehr. Michael, komm du. Ich hasse diese Volltreffer. Die packen so ab, ey. Euer Odemir. Attacke sollte jetzt eine wieder ein Volltreffer, natürlich. Dann macht das nicht mehr so viel Schaden. Ich wechsle zu René. Ah, Attacken sind da sehr effektiv. Ich muss zu Jonas wechseln. Wegen zwei Volltreffer wieder hier jetzt zu tun. So, sehr schön, Jonas. Was kann man denn einsetzen? Ich setze einfach mal Laubklinge ein. Brücke haben wir jetzt auch schon lange Zeit nicht mehr benutzt hier. Ja, ist halt so eine Attacke. Oh, danke. Bin voll drauf. Sehr schön. Brücke ist halt so eine Attacke, die wir halt jetzt nicht mehr so brauchen. Wir haben jetzt bessere Attacken. Oh. Eine Persimbeere. So, was bewacht. Was für ein Item bewacht er denn? Hier. Ein Toxic Orb. Okay. Sonst hier noch irgendwas. Nein. Auch an Items gibt es hier nichts mehr. Also hier unten sind wir jetzt durch, aber es ging immer noch rechts weiter. Da vorne ist auch nochmal ein Item. Uiuiui, wie soll ich denn da rankommen? Da ist auch nochmal ein Höhlendurchgang. Keine Items oder so. Hier geht's raus. Ah, wenn man hier weitergeht, kommt man nach Ondula. Ich würde mich hier gerne noch ein wenig umsehen. Was wollen wir machen? Uns kurz dran. Ja, mal kurz dran. Danke, dass du mir Gesellschaft geleistet hast. Gute Reise und pass auf dich auf. Ach, sie geht jetzt weg. Wir gehen gleich ihr hinterher. Nur ich möchte kurz hier
die nächste Stadt sozusagen. Und wieder zurück. Weil jetzt haben wir diese Stadt halt erkundet und könnten dann notfalls nochmal mit Fliegen dorthin. So, jetzt können wir uns nämlich hier wieder anschließen. Ne, können wir nicht. Okay, trotzdem will ich nochmal schauen, was dort vorne war. Da kriegen wir jetzt damit halt keine kostenlose Heilung, aber ist ja auch nicht so schlimm jetzt hier. Zwar irgendwo dort ganz vorne unten beim Eingang, genau hier. Ging es hier runter. Und hier dort rechts, oder? Nee, hier nicht. Zwar irgendwo hier. Dann nochmal ein zweiter. Ach man, wo waren das jetzt hier? Ah, hier muss es gewesen sein. Ja, genau. Hier geht es auch nochmal nach rechts weiter. Da ist dieses Item, was wir gerade eben gesehen haben. Glaube ich. Ne, das war nicht eben. Das ist ein anderes Item, ein Steinpolitur. Na, ruhig mal bessere TMs. Da ist wohl noch ein Trainer. Ja gut, kämpfen wir erstmal gegen den Trainer. Ein Psycho, wie es klingt. Ja gut, da kann er ja notfalls auch was machen gegen. Oh, ein Dreierkampf. Ja geil. Zwei Riolus und ein Strepoli. Wir haben René, Nico und Finn. Theoretisch könnten wir erstmal Würde einsetzen. Auf. Nee. Würde nicht. Funkenflug. Auf wen? Auf das Riolu? Nico setzt Psycho-Schock auf Strepoli ein. Und René, der kann. Ja, was setzt der ein? Knochenharz auf Strepoli oder auf Riolu. Jeder knüpft sich einen Gegner vor, sozusagen. Ja, sehr schön, René. Wunderbar. Wunderbar. Erster Gegner ist weg. So, Nico setzt Psycho-Schock ein. Der könnte das überleben, weiß ich nicht. Ah ja, knapp überlebt er es noch und er setzt Imitator ein. Riolu lernt Psycho-Schock, okay. Aber macht jetzt nicht so viel aus. Steinhagel auf alle. Boah, bei Finn war es natürlich ganz schön krass. Ja, nice. Oh, Strepoli wurde auch mitgetroffen. Okay. So. Wir müssten eigentlich theoretisch jetzt zu Finn wechseln, aber ich denke, sie werden vorher besiegt. So, hier Knochenhals auf Strepoli. Strepoli braucht nämlich nicht mehr viel. So. Ist er weg? Das Riolu, ja gut. Gehen wir gleich auch noch down. Wunderbar. Das war ein sehr erfolgreicher Kampf. Und ich finde es geil, dass immer mehr solche Kämpfe kommen. Dreierkämpfe, Reihumkämpfe und so weiter und so fort. Mehr damit. Mehr davon bitte. So. Allerdings braucht jetzt der Film eine Heilung. Nehmen wir mal zwei Supertränke. Obwohl, zwei Supertränke brauche ich jetzt hier nicht. Kann jetzt noch ein Trank hinterher geschoben werden. Das auch passt. Falls jetzt noch ein Dreierkampf kommt oder so, ich weiß es halt nie vorher. Werde ich mal kurz auch nochmal einen Loop mit nach vorne nehmen. Nico hat einfach jetzt schon genügend EP, bedeutet er braucht die erstmal nicht. So, was hat sie hier bewacht? Ach lol, hier waren wir schon. Nee, Moment. Ah doch, hier waren wir anscheinend schon. Da geht's noch weiter. Hier gibt es ein Sternenstück. Das kann man verkaufen und dann kriegt man ordentlich Cash dazu. So, ich schaue kurz, was man hier unten dann findet. Ach, das ist das Item hier. Ein Beleber. Ah, jetzt haben wir aber auch wirklich alles hier erkundet, außer den einen Gang da. Sehr schön, dass wir jetzt hier auch einen Überblick haben. War mir halt jetzt auch noch wichtig. Ach, hier ist noch ein Trainer und das sieht nach einem Arzt oder so aus. Bedeutet, nach diesem Trainerkampf werden die auch geheilt. Hoffe ich zumindest. Fletiamo. Wann das nochmal? Ah ja, Flugzeuger.
Da wäre Bürde jetzt sehr effektiv. Wir schauen mal, wie viel Schaden wir machen mit Bürde. Wir müssen uns ja auch ein bisschen was trauen. Spezialverteidigung ziemlich stark. Ist Bürde speziell? Das will ich mal kurz schauen. Ja, und Nachtnebel? Auch speziell. Okay, dann wechsle ich doch mal lieber zu Luke. Ja, Luke kann zwar auch nicht viel aushalten, aber vertraut darauf, dass er es jetzt schafft. Danke, gut. Okay, Spezialverteidigung steigt nochmal. Soll ja ruhig. Nee, das ist Spezialverteidigung und Spezialangriff, okay. Sehr, uiuiui. Spezialangriff wurde erhöht. Das heißt, es muss ganz schnell weg. Ja, wunderbar. Ich habe auf Luke vertraut und wurde nicht enttäuscht. Und kriegen wir eine kostenlose Heilung? Ja, wunderbar. Theoretisch können wir jetzt hier mal wieder zurückgehen und dann uns eine Heilung holen. Doch was befindet sich hier drin? Interessant, dass Bell doch nicht zu uns kommt. Ich dachte zuerst. Nix. Hier ist nix. Zwar gab es schon mal einen Ort, wo nix war. Kann mir nur eins vorstellen, dass das später vielleicht nochmal interessant wird. Aber momentan einfach, dass man da einfach nichts machen kann. Das ist jetzt meine Vermutung. Weil, ja, was soll denn da jetzt sein? Oh, ein Pokémon. Ich dachte, da ist irgendein schönes Item oder so. Boah. Shalobor. Der ist auch vom Typ Stahl, oder nicht? Das heißt, Funkenflug sollte sehr effektiv sein, aber es kommt Steinhage. Komm, das überlebst du. Nein! Zurückgeschreckt. Die auf Flucht. Gut. Ja, wir gehen jetzt kurz schnell zur Stadt rüber. Ich werde jetzt auch in keinen so einen Spot reingehen, wo halt ein Pokémon dauern könnte. Wie zum Beispiel da. Und geh einfach hier jetzt raus. War das nicht hier? Ja, genau. Ja, ich will jetzt kein Risiko eingehen. Was macht sie eigentlich hier? Beim Herrnsberg gibt es doch sicher einen Magmastein, oder? In Nähe eines Vulkans in der Fernzinnenregion soll es einen Magmastein geben, der etwas mit Hitran zu tun hat. Hitran, okay. Ja, das kennen wir noch vom Pokémon Platin. Da gab es ja auch, glaube ich, einen Hitran. Hier gibt es einen Leuchtstein. Sehr schön. Nehme ich. Dann sind wir jetzt hier bei der nächsten Stadt. So, hier ist nochmal irgendwo ein Item. Irgendwo dort drüben. Kann ich jetzt nicht hin. So. In dieser Richtung Unterseetunnel. Das begehbare Aquarium. Oh, da gehen wir auf jeden Fall auch noch rein. Das ist das Pokémon Center. Das ist hier ein Strand. Interessant. Gibt es auch noch eine Perle. Wir gehen gleich auch im Pokémon Center rein, heilen unsere Pokémon und sprechen mit den Leuten. Und vor allen Dingen werden wir mal ein paar Items verkaufen und auch ein paar andere Items kaufen. So, wo war jetzt hier noch ein Item? Da drüben wahrscheinlich. Wir stehen darauf gerade. Perle. Okay, nochmal. Ja, wird halt an den Strand gespielt. Wir sind gerade hier auf Route 14 nochmal. Geht's hier weiter oder wie? Hier geht es weiter. Ich will jetzt eigentlich noch nicht zur nächsten Route. Denn erstmal kommt die Stadt dran. Gibt es hier eigentlich auch eine Arena? Ich habe jetzt auf Anhieb keine gesehen. Wahrscheinlich gibt es dann hier auch keine Arena. Ja, muss ja auch nicht sein. Jo. Dann der Medaillentyp ist wieder nicht hier? Wo ist denn der? Ist der verschollen oder was? Ja, mir soll es recht sein, also ich brauche die Medaille nicht. Es war ein nettes Feature, wenn man so privat so ein bisschen zockt, ein bisschen Langeweile hat, aber für mich ist das halt jetzt hier im Let's Play nix. So, dann gehen wir mal nach ganz oben und schauen mal von oben nach unten mal durch, was wir so verkaufen können. Hier oben gibt es wahrscheinlich erstmal nichts so weiter. Aber trotzdem schaue ich lieber nach. Da Mini-Pilz.
Gut, so teuer ist er jetzt nicht. Daher lasse ich den auch. Vielleicht sammelt das irgendwer. Kann ja sein. So. Juwelen. Ja, gut. Theoretisch könnte ich da auch die ganzen Juwelen verkaufen, weil ich die nicht brauche, aber lasse sie einfach mal da. So, 10.000 gegen Nuggets. Riesen-Nuggets? Es tut mir leid, aber das kann ich nicht kaufen. Okay. Das wusste ich gar nicht. Sammler zahlen einen hohen Preis dafür. Die Frage ist, wer ist hier so ein Sammler, der das kauft? Wie viel würde der Meisterball kaufen? Nicht kaufen, kosten. Aber der wird ordentlich verkauft, beziehungsweise gekauft. So, wir haben doch noch was anderes bekommen hier. Hier 4.900, sehr schön. Und hier zwei Perlen. Ja, 1.400 nehme ich. So, kaufen. So, Bälle brauche ich jetzt erstmal nicht. Tränke. Kaufe ich nochmal 7 Stück, dass wir wieder auf dem geraden Wert sind. Supertränke kaufe ich mal 19. Wir haben jetzt so ordentlich Geld. Supertränke ist noch etwas, was wir halt sehr viel trotzdem noch brauchen. So, Belebe habe ich immer noch 10 Stück, wie beim letzten Mal. Gegengift habe ich genug. Paraheiler brauche ich wieder. Mal 5 Stück, weil wir halt öfters mal Paraheiler brauchen. Aufweg habe ich noch genug. Feuerheiler, ja gut, komme ich schnell einmal. Eisheiler habe ich noch genug. Hyperheiler gibt es jetzt so zu kaufen. Ja, gut. Kaufe ich mal 4 Stück. Und Taubschutz. 11 Stück. Da sind wir jetzt wieder ausgerüstet. Es gibt hier auch wieder einen zweiten Shop. Mal sehen, was der so anbietet, bitte, DMs. Leider nein. Andere Bälle, Tauchball, Luxusball und wieder Briefe. Mit den Briefen konnte ich noch nie was anfangen. Die Unterwasserruinen der Bucht von Ondula. An ihren Wänden finden sich Rätsel auf den Nachrichten. Hallo, junger Mann. Du hast in Ondula ein großes Anwesen. Du musst aber jemand ziemlich reich sein. Hab ich hier ein großes Anwesen? Hier eine kleine Aufmerksamkeit für dich. Hä? Ich hab hier Anwesen? Das ist mir neu. Schön, schön. So eine Schildpuppe. Lohnt sich bestimmt, wenn du sie einem deiner Pokémon zum Tragen gibst. Brauche ich jetzt nicht. Hey, willst du mir ganz normal Zitrobeeren für 1.000 Dollar kaufen? Wir machen es einfach mal. Naja, warum nicht? Sondern du den Preis für angemessen hältst. Das ist doch, worauf es beim Geschäft ankommt. Hey, das Wichtigste ist, dass es für dich Sinn ergibt. Okay, haben wir jetzt doch nicht gekauft. Ja, ich habe genügend Geld, also so ist es nicht. Klingt ein bisschen naiv von mir, oder? So. Naja, dass wir Pokébälle kaufen können, bedanken wir den Leuten, die sie herstellen. Also seien wir sie dankbar. Dann seien wir ihnen dankbar. So, und ja. Ja, das stimmt. Die Apokalyp, die gelegentlich in der Bucht von Ondula angespielt werden, sind ihrem Ruf zufolge keine gewöhnlichen Exemplare. Okay. Hier gab es gerade noch ein Item, das würde ich gerne haben. Bucht von Ondula. Okay. Ist eine Wasserroute, da brauchen wir dann auf jeden Fall Server. Bedeutet, wir müssen dann ein Teammitglied zeitweise rausnehmen aus der Teamliste. Halt in die Box legen. Bisschen schade. Aber kann ich nichts machen. Wenn Surfer hier gewollt ist, dann. Ja. Ob Cynthia wohl auch am Pokémon World Tournament teilnimmt? Cynthia. Aus der vierten Gen. Dies ist das Anwesen von Cattleya, ein Mitglied der Top 4. Ja, ich soll ja hier auch ein Anwesen haben. Oh. Heute knallt die Sonne aber ganz schön herunter. Das kann im Kampf mal ein Vorteil und mal ein Nachteil sein. Je nach Pokémon. So verlieren Attacken vom Typ Wasser bei Sonne beispielsweise an Stärke. Ja, und Feuerattacken sind stärker. Aber bei euch knallt hier auch die Sonne, bei mir auch. Movie Life. Heute wieder so ein scheiß warmer Tag. Warum ist das überhaupt der von Zaster-Dynastie wohl allein? Warum ist das Oberhaupt der von Zaster-Dynastie wohl alleine zurückgeblieben? Kann heute nicht lesen. Die Eingangspassage wird von sehr jungen und starken Trainern geleitet. Alles klar, da will ich nicht nachstehen. Ich werde auch mein Bestes geben. Wie du ja unschwer sehen kannst, bin ich ein superreicher Superreicher. Und wie du siehst, ist das Sammeln seltener Gegenstände mein Hobby. Übrigens,
Dir ist sicher aufgefallen, dass auch meine Kleidung sehr teuer und exklusiv ist, oder? Oder nicht? Etwas, das ich selbst ein Superreicher, wie ich noch wünschen könnte. Solch ein seltenes Item hast du auch bei dir, oder? Oder nicht? Schade, du hast kein wirklich seltenes Item dabei. Ich dachte im Moment, kurzen Moment, dass das derjenige ist, der das Riesennugget abkauft. Schade. Oh, puh. Also ich sagte hier schon, ja, wir haben genügend Geld, aber der ist ja noch schlimmer. Ja, es ist fürchterlich still geworden, seit der Clan, der von Zastas so weit weg. Seit der Clan, der von Zastas so weit weggezogen ist. Ist hier noch irgendwas? Nee. So, dann sind wir hier fast durch. Hier unten gibt's noch was. Komm ich da hin? Ach, hier unten. Oh, Andula! Was? Okay. Andula! Wer ist dieser Andula? Wo ist das hier, die Stadt? Kann natürlich auch sein. Aber wie komme ich hier in dieses Haus? Gibt's doch nicht. Doch von oben? Schauen wir gleich mal nach. Wo hier ging es zur nächsten Route? Da will ich ja nicht hin. Ja, Andula, das ist hier die Stadt, stimmt. Es kommt mir so fast so vor, als wäre es hier irgendein Name oder so. So, hier mal kurz schauen, ob es hier irgendwo reingeht. Dieses Haus muss ja irgendwo eine Tür haben, oder nicht? Eine türlose Haus. Türlose Haus, ja, natürlich. Ein türloses. Oh nein, es wird doch nicht besser. Eine türlose. Also, ein türloses Haus. So, Mann. Es ist die Hitze. Hier entlang geht es so im Unterseetunnel. Hab allerdings bitte noch ein klein wenig Geduld. Ein klitzekleines bisschen nur. Okay, ich probier nicht weiter. Ja, ich war ganz früh hergekommen, um als erste durch den Unterseetunnel zu gehen. Da war einmal ist der. Oh, Getränkeautomat. Kann man hier Zeug kaufen. Apfelwasser, Sprudel, Limonade. Ich kauf mir mal eine Limonade. Kann man hier ein Dutzend kaufen? Wahrscheinlich nicht. Aber das stellt ein paar mehr KP her. Ich weiß jetzt nicht, wie viel das herstellt. Ich möchte mal kurz schauen. Sprudel, glaube 80 KP, wenn ich mich recht erinnere, aber das andere weiß ich jetzt nicht. Da nehme ich mal kurz hier die Maus, geht schneller. Limonade macht. Nee, die Limonade macht 80 KP, lol. Okay. Und was macht dann? Oder das ist dann 600 oder wie? Tafelwasser macht ja 50 KP, das wissen wir ja. Wir kriegen ja auch mal Tafelwasser. So, jetzt schaue ich nochmal bei Sprudel nach. 60 KP nur, okay. Dafür dann 100 Poké-Dollar mehr bezahlen als beim Tafelwasser? Kein Schnappig. Für 10 KB. Okay, dann sind wir jetzt hier durch. Im nächsten Part werden wir dann hier die Bucht von Onula mal erkunden. Wir können ja momentan leider bei keinem Team mit Liebsdorf einsetzen. Könnte theoretisch auch mal schauen, ob man das jemals mal machen kann. Aber ich glaube auch nicht. Wo ich mir das eventuell noch vorstellen könnte, bei Luke eines Tages. Weil Luke sieht auch schon aus wie ein Fisch. Vielleicht ist er einfach nur zu klein. Das kann ich mir halt sehr, sehr gut vorstellen. Wäre schon geil. Dann haben wir auch Fliegen und Surfer im Moveset. Und so eine Wasserattacke ist halt nicht verkehrt. Gerade gegen Feuer-Pokémon oder Gesteins- oder Boden-Pokémon. So, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Bis dahin und bye bye.